Wir wissen alle, dass Mace Windu einer der stärksten Jedi aller Zeiten war. Schon im Alter von 14 Jahren, als er gerade aus der Jedi-Akademie entlassen wurde, war er bereits mächtiger als viele Jedi-Meister. Aus diesem Grund wurde er Meister Yoda als Padawan zugewiesen. Jedoch war Yoda nicht Windus einziger Meister. Da war noch jemand. Die weibliche Jedi-Meisterin Tra Saar, welche der Spezies der Neti angehörte. Sie diente dem Jedi-Orden während der letzten Jahrhunderte der Galaktischen Republik. In den Jahren vor dem Ende der Republik verliebte sich Meister Saar in Jedi-Meister Tolme. Beide waren der Meinung, dass sie in der Lage wären, sich zu lieben, ohne solch eine Zuneigung zu entwickeln, wie es der Jedi-Orden verbietet. Weiters diente Saar als Nachfolger des Jedi-Wächters des Kifu-Sektors. Nach dem Beginn der Klonkriege diente sie als Jedi-General in der Armee der Republik. Sie war eine der ältesten Jedi, die in den Klonkriegen mitkämpfte. Es gelang ihr, zusammen mit Tolme Order 66 zu überleben, und so flohen sie nach Kashyyyk, wo sie Zuflucht bei Tolmes ehemaligen Padawan Quinlan Vos fanden. Nach dem Aufstieg des Galaktischen Imperiums verstarb Tolme, während Saar aufgrund ihrer langlebigen Spezies weiterlebte. Sie schaffte es, die große Jedi-Säuberung zu überleben und erlangte ihre Position als Jedi-Meister im neuen Jedi-Orden zurück. Saar überlebte so lange, dass es sogar in der Lage war, die Nachwirkungen des Sith-imperialen Krieges zu sehen. Währenddessen war sie Mitglied des Hohen Jedi-Rates. Nach dem Ende des Zweiten Galaktischen Bürgerkrieges opferte sich Tra Saar auf dem Planeten Tyvas, auf welchem sich der verborgene Tempel der Jedi befand. Streitkräfte des wiedergeborenen Darth Krayt stürmten auf den Tempel zu. Saar zog die gesamte Machtenergie des Planeten auf sich und schuf einen massiven Lichtstrahl, welcher ein Loch in die Sith-Flotte riss, sodass die anderen Jedi und ihre Verbündeten entkommen und schließlich den Krieg gewinnen konnten. Saar kostete diese heldenhafte Aktion jedoch ihr Leben. Das war's nun auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da. Und wenn ihr Bock auf Star Wars Fakten habt, könnt ihr doch mal auf unserem Instagram-Account vorbeischauen. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.